Sag mir noch einmal, dass du mich liebst. Nicht, weil ich daran den geringsten Zweifel hätte, sondern weil es mich jedes Mal neu glücklich macht. Sag mir noch einmal, dass du mich brauchst. Nicht, weil es mir gut tut, dass auch du jemanden nötig hast, sondern weil ich darauf warte, dich begleiten zu dürfen. Sag mir noch einmal, was du gut an mir findest. Nicht, weil ich stolz oder hochmütig bin, sondern weil es mir Selbstvertrauen und Sicherheit schenkt. Sag mir noch einmal ein Wort der Anerkennung für meine Mühe, ein Lob für das, was mir gelungen ist. Nicht, weil ich möchte, dass du mir schmeichelst, sondern weil mir deine Wertschätzung einfach gut tut. Sag mir immer wieder, was dein Herz fühlt und bewegt an Schönem und Traurigem. Nicht, weil ich dich bedrängen möchte, sondern weil ich mich danach sehne, Freude und Leid mit dir zu teilen. Sagt euch immer wieder mal, dass ihr euch liebt, nicht weil ihr daran den geringsten Zweifel hättet, sondern weil es jedes Mal aufs Neue glücklich macht. Hierzu möchte ich persönlich noch anfügen, bleibt bitte, wie ihr seid, jeder für sich als Person und gemeinsam als Paar. Denn Liebe ist, wenn ihr zwei Seite an Seite gemeinsam durchs Leben geht. Vivian, vor Gottes Angesicht nehme ich dich an als meine Frau. Ich verspreche dir die Treue in guten und bösen Tagen. Gesundheit und Krankheit, bis der Tod uns scheidet. Ich will dich lieben, achten und ehren alle Tage meines Lebens. Trage diesen Ring als Zeichen unserer Liebe und Treue. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Vivi, megígéred-e Pascalnak, hogy vele mindig nyitott és őszinte leszel. Felé bizalmadat és tiszteletedet kimutatod. Mögötte állsz, mindig bátorítod, támogatod. Vitatkozol vele, megbeszélitek a vitákat, amik konszenzusra nem juttok. Barátja leszel, amikor szüksége van egy barátra, és támaszol leszel, amikor a világ a kicsit megroppan. Úgy válaszolj egy igennel. Igen. Pascal, versprichst du deine Vivi immer offen und ehrlich zu sein, ihr zu vertrauen und Respekt zu erweisen, sie stets zu ermutigen, zu unterstützen und hinter ihr zu stehen, mit Vivi zu streiten, zu diskutieren, bis ihr einen Konsens gefunden habt, ihr ein Freund zu sein, wenn sie einen braucht, und ihre Stütze, wenn ihre Welt ins Schwanken gerät, so antworte mit ja. Ja,